Ah, warte mal, ich gehe mal gerade gucken. Ups. Geh mal gerade die Location anschauen. War ja schon ewig nicht mehr da oben. Ich erinnere mich noch dran, da hatte Stromberger gemeint, da müsste Brandschutz vor Ort, geschaut werden, dass da oben nichts abfackelt. Da war ich das letzte Mal oben. Das ist schon eine Weile her. Aber die Straße ist immer noch so bescheiden. Boah, was eine Steigung, ey. Aber wir schauen uns mal die Location an. Lässt du da einen Haufen Diesel, bis du da oben bist. Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Hallo. Das ist doch von uns das Treckertreff, ne? Also von der Gemeinde. Jo. So allgemein halt. Soll ich, weil ich eh bei der Feuerwehrwache gerade bin, sollen wir als Feuerwehrleute Fahrzeuge mitnehmen als Sicherheit? So Notarzt zum Beispiel oder sowas? Ja, ein Sanitäter wäre ganz okay. Okay. Aber guckt halt auch, dass er einen Traktor mitbringt. Dass wir uns so ein bisschen austauschen über die Marken und so. Ja. Wäre vielleicht ganz interessant. Ich weiß schon, welchen ich mitnehme. Okay. Gut. Also bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So. Sieht ja ganz beschaulich aus. Hier haben wir genügend. Können wir auch noch. Kann auch einer, wenn er. Wenn es sein muss, kann er hier noch seine letzte Andacht halten. Und vor allem die Aussicht hier. Ist halt schon atemberaubend. Das da unten ist, glaube ich, im Jürgen sein Hof. Da hinten in der Ecke müsste irgendwo meiner sein. Das ist dann was, das mich erinnert. Ich war mal Brandschutzbeauftragter in Amerika. In Firewatch. Gibt's auch ein Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Da hattest du auch so einen Turm. Irgendwie haben sie das, glaube ich, da rausgenommen. Naja. Die guten alten Zeiten. Gut. Okay, das mit der Location passt auf jeden Fall mal. Ja, gut, dass der Neumann da mitdenkt. Nicht, dass einer hier zu viel kübelt und dann kübelt. Ulla. Ganz schön heikel hier runter zu fahren. Gut, hat man das auch geklärt. Naja. Ich hoffe mal, dass meine Karotten bald fertig sind.
Hallo? Volker? Jo. Um wie viel Uhr war das Trecker-Treffen nochmal? Um 6. 6, oh, das dauert ja noch was. Machst du gerade irgendwas? Nicht wirklich. Ich war gerade oben, hab mal die Location angeschaut, ist recht cool. Also auch wenn du nichts zu tun hast und Arbeit suchst, der Harry müsste noch sein Felder kalken, eins, also seine Wiese, und eins düngen. Ich hab den gefragt, ob ich das machen kann, aber ich hab jetzt so viele Aufträge gerade reinbekommen. Wenn du Lust hättest, kannst du das machen. Ja, was denn genau? Hä? Was denn genau? Wiese 18 kalken und Wiese 19 düngen. Der hätte einen Kalkstreuer und Düngestreuer da. Okay, dann rufe ich ihn gleich mal an und sag, dass ich das mache. Okay. Gut, bis dann. Jo, ciao. Ciao. Jetzt verlade ich erstmal die Palette Wolle hier, ne? Ist was anderes. Ein bisschen schubsen, ich glaube, dann passt es. Jo. Okay, dann rufe ich mal gerade den Harry an. Hallo? Hallo Harry. Ach. Du, der Jürgen hat mir gesagt, dass du auf was zu arbeiten hättest. Ja. Der hat aber gerade keine Zeit. Der hat gefragt, ob ich das mache. Ja, wie, dann würdest du das jetzt machen? Jo. Ja. Wird so in 20 Minuten hochkommen. Mit das dann mit meinem Traktor oder? Ne, Traktor habe ich. Düngestreuer von mir. Das bräuchte ich, Maschinen bräuchte ich von dir. Ja, das wird steht oben neben dem Silo. Also bei dir am Hof? Ja. Okay, gut, dann fahre ich da hin und hole das ab. Kalk, ist das? Könntest du noch ein bisschen aufladen. Also. Hast du auch im Silo? Ja. Okay, passt, gut. Bis später. Jo. Tschüss. Später. Und dann fällt 18. Jo. Jo, klar. Ciao. Hallo, Hans. Hallo. Was ist los? Ich wollte dich nur informieren, dass neben der Feuerwehr noch eine Halle entsteht für die Gemeindefahrzeuge, also die Traktoren mit der mit den Sämaschinen für die Bäume und so. Ah, okay. Hast du das Zeug gekauft? Oder hat die Gemeinde das gekauft? Ja, die Gemeinde. Ah, ich dachte, das wäre nur gemietet gewesen. Hab mich schon gewundert, weshalb das immer noch bei dir rumsteht. Oder? Ja, aber so eine Gemeindehalle ist schon sinnvoll. Moment. Warte mal. Nicht, dass ich. Ja, es sind verkauft. Okay, ja, dann baller da rein. Ja, gut. Ja, okay. Gut, passt. Ja. Muss zum Harry, dem ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, hast du nichts zu tun? Ich? Nee. Meine Karotten brauchen noch eine Weile. Ja, mein Hopfen auch. Aber ist dann sowieso die Frage, was man da gucken, machen, tun. Wegen Erntegerät. Oh ja. Hast du da einen Kontakt zu Holmer? Ja. Ja, Moment. Heißt das, man da vielleicht so ein Testgerät kriegen oder so? Muss ich mal schauen. Also ja, mal gucken, ich brauche ja noch eine Weile. Mhm. Aber wenn du da schon mal telefonieren würdest, wäre cool. Mhm. Okay. Gut. Danke erstmal. Ja, was machst du beim Harry? Kalken, glaube ich, muss ich. Ah, okay. Naja, seine Wiese. Bis sie den Nitrathaushalt wieder in Ordnung bringen.
Jo. Gut, bis dann. Bis dann, tschüss. Gut. Bin ich so froh, dass das Radio jetzt geht. Ich glaube, ich war noch nie beim Harry am Hof. Und auch. Bin mal gespannt. Hallo? Hallo, hier ist Herr Müller am Apparat. Hallo. Ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, haben Sie Arbeit oder so? Oder brauchen Sie irgendwie Hilfe? Irgendwas? Nee. Ich habe selber nichts zu tun. Geht es Ihnen wie allen anderen auch? Der Hans hat mir auch schon gesagt, wir haben nichts zu tun. Das LU hat nichts zu tun. Ja, so ist es halt. Ja. Danke, an die Zeit. Na ja, gut, ja. Dann. Denken Sie an das Trecker-Treffen, wird vielleicht interessant heute Abend. Ja, ich komme als, hier, Gott, Blutarzt. Haben Sie keinen Traktor? Doch. Aber ich, wurde zum Dienst, dass ich halt mit meinem Notarzt, mit dem Notarzt-Fahrzeug, daherkomme, falls sich halt Leute verletzen. Stellen Sie doch vielleicht Ihren Traktor vorher schon mal hoch. Habe ich auch schon überlegt. Ja, mal sehen, dann bis heute Abend. Jo, tschüss. Ciao. Nee, wo ist denn der Harry? So. Ja, warte mal, ich frag mal gerade nach. Hallo? Harry? Ja? Brauche ich dafür Pflegebereifung? Nein. Okay, gut. Also, bin, Panik. Bin schon da. Oh. Ah. Okay, gut. Dann lege ich auf. Ja, ciao. Der fährt hier aber rein, ey. So. Hi. Jo. Ich hoffe mal, der Kalk reicht. Vollgeladen. Ja. Okay. Hm. Lamborghini. Ja, klar. 60 geht er. Ja, schickes Ding, ne? Ja. Ich hab vorhin den Hans angerufen, hab gesagt, er hat mir einen Lamborghini verkauft. Sagt er, nee, hat er nicht. Sag ich, doch, du hast mir einen Lamborghini verkauft. Sagt er, nee, kann nicht sein. Gibt's gar nicht. Sag ich, doch. Lamborghini Mach 210 T4i. Sagt er, sag doch, dass es ein Traktor ist. Jo, dann kannst du. Gut, also fällt Wiese 18. War das, ja, oder? Dann die beiden düngen. Ich hab jetzt aber Kalk drin. Ja, dann den Kalk. Auf 18 und anschließend düngen. Ja. Oder was? Okay. Ja, Dünger ist hier auch drin in dem Lager. Okay, dann mach ich erstmal den Kalk. Ja. Den Kalk könntest du dann, ja, weil das wird dann ja in Big Bags abgegeben, wenn man ablädt. Ja. Irgendwo da drüben beim Hühnerstall. Ja. Ausladen, mache ich dann. Ausladen, ja. Und bis dann. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss.
Gott, dann schaffen wir mal ein bisschen was für den. Hoffentlich lässt er auch ein paar Kröten springen. Und hoffentlich reicht der Kalk auch. Nicht, dass ich da fünfmal hin und her fahren muss. Ey, der Steier zieht aber auch wohl auch gut, hä? Ich weiß gar nicht, wie viel PS der Lamborghini überhaupt hat. Ich glaube, es waren so 280. Aber ja, nur die kleine Motorvariante.